Der erste Schnitt im Grünland ist für viele Landwirte und Landwirtinnen ein absolutes Highlight. Damit ihr in die Saison entspannt starten könnt, treffe ich mich heute mit einem Experten und rede mit ihm über die richtigen Einstellungen am Mähwerk. Mein Name ist Simon Ulmer. Ich bin Produktspezialist bei Fendt für Futter und der Technik. Mein Spezialgebiet sind alle Produkte, die mit Futter und der Technik zu tun haben. Meine Erfahrung für Mähwerke konnte ich in einem Auslandsjahr in Neuseeland sammeln, indem ich 3.500 Hektar in 3 Monaten gemäht habe. Mit dem ersten Schnitt wird bereits der Grundstein für eine erfolgreiche Saison sowie für alle darauffolgenden Erntemaschinen gelegt. Deshalb ist die richtige Mähwerkseinstellung so entscheidend. Simon, was sind denn jetzt die ersten Einstellungen, die ich hier am Heckmähwerk vornehme? Genau, und zwar, wie du siehst, hängen wir das Heckmähwerk im Dreipunkt in den Unterlenkern an. Mhm. Da ist es wichtig, dass die Unterlenker stabilisiert sind, dass okay. Das Mähwerk nachher nicht pendeln kann. Mhm. Außerdem siehst du, die Unterlenker sind ziemlich hoch. Ja. Dazu haben wir hier am Mähwerk die Skala. Aha. Und wie du hier sehen kannst, die sind nicht auf einer Linie. Die sind nicht auf einer Linie, genau. Okay. Dazu müssen wir jetzt erstmal am Traktor den starten, die Unterlenker dann auf die richtige Höhe bringen. Okay. Ich würde den Traktor starten und du kannst dann hier an den Knöpfen die Unterlenker absenken. Das machen wir wohl. Mein Glück, oder? Genau, jetzt Christiane, das ist der äußere Knopf, den du siehst. Und jetzt darfst du das langsam runterlassen. Und jetzt siehst du, wie sich das Mähwerk hier langsam annähert. Okay. Stopp mal. Okay, ist das jetzt hier richtig? Jetzt Christiane, siehst du hier in unseren Pfeilen, ja. Die müssen immer parallel. So aufeinander stehen. Das dann sieht dann gut ist das aus. Richtig. Das ist gut. Genau. Gut, was ist die nächste Einstellung? Als nächstes heben wir das Mähwerk an und kontrollieren alle Klingen okay. Bei den Mähscheiben. Dass wir da keine stumpfen Klingen haben und wirklich die beste Schnittqualität erreichen können. Perfekt, und das hebst du jetzt von der Kabine aus an, genau. Oder? Genau. Dann los geht's. So. Was würdest du denn zu den Klingen sagen? Ja, also ich glaube, ich würde die wechseln. Genau, das machen wir eben mal. Und zwar haben wir hier unser Spezialwerkzeug. Das fahren wir hier eben runter. Ja. Sehr gut. Und jetzt kannst du ganz bequem die Klinge wechseln. Perfekt. Dann darfst du dir jetzt ein Messer aus der Box rausnehmen. Ja. Und zwar siehst du auf der Unterseite, wenn du jetzt den Dreck ein bisschen mit dem Finger wegreifst, die Drehrichtung. Ja, rechts steht da drauf. Genau, das ist genau das Richtige. Das kannst du auch nochmal überprüfen. Wenn du das alte Messer anschaust, hältst du es einfach daneben. Ja, und das dann muss dann quasi hier die gleiche Form haben. Genau, okay. Das passt und das darfst du dann so einbauen. So, und dann wieder runter. Genau. Und dran. Das ging einfach. Jetzt haben wir jetzt die erste Seite gedreht vom Messer. Jetzt müssen wir aber auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal das Messer drehen, dass wir immer die gleichen Gewichte haben, dass okay. Wir keine unwuchten Messerbalken reinbekommen. Jetzt dürftest du mal die Mähscheibe um 180 Grad drehen. Ja, das machen wir wohl. Und dann brauche ich wieder ein rechtes Messer, richtig? Genau, das kannst du wieder mit dem Pfeil auf der Klinge kontrollieren. So. Gut, runter. Genau. So. Und jetzt kontrollieren wir nochmal von beiden Messern den festen Sitz, ob die richtig sitzen. Kannst okay. du einmal hin und her. Genau. Hin und her. Okay. Dann auf der anderen Seite genauso. Und passt, oder? Ja, fühlt sich gut an. Meine Klingen sind ja jetzt scharf. Was brauche ich denn jetzt noch für den perfekten Schnitt? Wir legen jetzt den Messerbalken hier auf dem Betoneimer auf den Boden und kontrollieren dann mit dem Zollstock die Schnitthöhe von den Messern. Gut, dann machst du das einmal von der Kabine, oder? Richtig. Gut. So, wo setze ich denn jetzt meinen Zollstock an? Genau, Christiane. Und zwar messen wir ganz vorne an der Spitze vom Messer, da das nachher unser tiefster Punkt ist, dass das Gras abschneidet. Okay, da würde ich sagen, das sind so 8,5 cm. Das ist für die Grundeinstellung auf Asphalt erstmal zu hoch. Wir möchten da ca. 6 cm anstreben und dann kontrollieren wir das nachher auf dem Feld nochmal. Gut, dann stellen wir es jetzt am Oberlenker ein. Gut, das sollte erstmal reichen vorerst. Okay, perfekt. Ich schau mal nach.
Yep. Genau 6 cm, das sieht gut aus. Perfekt, dann haben wir das Heckmähwerk jetzt eingestellt. Super, dann machen wir weiter. Unser Heckmähwerk ist jetzt startklar. Was muss ich denn beim Frontmähwerk einstellen? Und zwar beim Frontmähwerk müssen wir genau wie beim Heckmähwerk auch die Schnitthöhe einstellen. Mhm. Das machen wir auch wieder über den Oberlenker und kontrollieren das mit dem Zollstock wieder, ja. Wie hinten am Mähwerk auch. Und zwar auch wieder auf der Innenseite von der Klinge. Ja. Hier haben wir jetzt 5 cm. Das muss noch ein bisschen hoch. Das ist zu niedrig, genau, da müssen wir ein bisschen hoch. Gut, das mache ich doch. Du sagst Stopp, ja? Ich sag Stopp. Gut, das passt dann so. Gut, so, jetzt. Meine Schnitthöhe passt jetzt, dann kann ich ja jetzt losfahren. Nein, eben nicht. Und zwar müssen wir noch nach der Entlastung vom Mähbalken schauen. Dieses Mähwerk wiegt 1 Tonne. Das wäre viel zu viel Gewicht, um das auf der Grasnarbe zu führen. Okay. Also wir streben eine Entlastung von 40 kg pro Meter Mähbalken an. Bei diesem 3 Meter Mähwerk wären das 120 Kilo, die wir entlasten oder auf der Grasnarbe führen. Der Rest wird entlastet. Mhm. Bei herkömmlichen Traktoren machen wir das über Ketten, die an Traktor angebaut sind, im 45-Grad-Winkel. Ja. Bei diesem Traktor haben wir die Besonderheit, dass wir einen entlasteten Frontkraftheber haben. Und dadurch können wir das aus der Kabine aus einstellen. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt an. Stellst du das jetzt gleich hier ein? Das machen wir vom Feld aus. Dazu fahren wir jetzt aufs Feld raus. Sehr gut, dann kannst du losgehen. Angekommen am Feld stelle ich zuerst die Entlastung vom Frontkraftheber ein. Das mache ich hier im Einstellungsmenü in Prozentzahlen. Von 5 bis 100%. Ich wähle hier eine Prozentzahl zwischen 50 und 100%. Bei 100% ist das Mähwerk komplett entlastet. Bei 0% oder bei 5% liegt es voll auf dem Boden auf. Wir möchten eben die 40 Kilo pro Meter entlastet haben. Ich wähle jetzt einen Wert von 53% und den kontrollieren wir jetzt einmal. Die richtige Entlastung des Mähbalkens überprüfe ich durch Anheben des Mähwerks. Das muss leicht anzuheben sein und somit ist das Mähwerk richtig eingestellt. Die ersten Meter sind gemäht. Lass uns doch mal hinten kontrollieren gehen, oder? Genau, wir schauen jetzt nach der Schnitthöhe, die wir eben in der Halle eingestellt haben, ob wir die nachher auch im Feld erreichen. Wir haben jetzt genau 8 cm. Passt perfekt bei den Heckmähwerken. Super. Jetzt messen wir noch einmal hier beim Frontmähwerk. Das ist unsere mittlere Spur. Gleicher Ablauf, einmal das Gras zur Seite und hier die Schnitthöhe einmal messen. Wie du siehst, genau 8 cm. Passt perfekt. Aber warum ist es denn jetzt so wichtig, die richtige Schnitthöhe überhaupt einzustellen? Die richtige Schnitthöhe ist einmal wichtig einzustellen, damit wir einen schnellen Wiederaufwuchs haben nachher, nach dem Mähen. Ist immer wichtig, genügend Blattmasse vorhanden zu haben, dass das Gras schnell wieder austreiben kann und nicht Energie verschwendet mit der Heilung von der Wurzel. Mhm. Und nachher auch für die nachfolgenden Arbeitsgeräte wie Binder und Schwader, dass die nicht im Dreck arbeiten, sondern das Gras, das oben auf der Grasmatte liegt, schön mitnehmen und nicht das Futter eben verschmutzen. Super, Simon, vielen Dank. Ich halte dich nicht lange auf. Geh du weiter deine Wiese mähen. Und nach dem Mähen kommt das Zetten und Wenden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, da gibt es natürlich auch eine eigene Folge. Denkt dran, ganz wichtig, um euer Wild zu schonen, immer von innen nach außen mähen. Falls verfügbar, organisiert euch eine Wärmebildkamera, um möglichst viele Rehkitze das Leben zu retten.